La menace ne peut avoir frappé le menacé sous un aspect dégagé et se référerait à un savoir-être factitiel et particulier. Ce qui angoisse l'angoisse est complètement. Das Wovor der Angst ist völlig unbestimmt. Nichts von dem, was innerhalb der Welt zu handeln und vorhanden ist, fungiert als das, wovor die Angst sich ängstet. Dass das Bedrohende nirgends ist, charakterisiert das Wovor der Angst. Ein Heidegger-Zitat als Anmoderation, Philipp Cabeston. Das gibt es nur bei Arte. Ein seltenes Vergnügen, in der Tat. Nachzulesen in Paragraph 40 von Sein und Zeit. Ein wunderbarer Text über die Problematik der Angst. Und ein überraschender, denn in der schmerzhaften Erfahrung von Angst erlangt der Mensch, so Heidegger, das Bewusstsein von Freiheit. Mehr dazu gleich. Doch zunächst zu Ihnen, Herr Cabeston. Sie sind ein Kenner von Heidegger und auch Sartre, dem Sie gerade ein ganzes Lexikon gewidmet haben. Und Sie unterrichten Philosophie am Pariser Elite-Gymnasium Janson de Sailly. Philipp, lassen Sie uns vielleicht zunächst einmal prinzipiell unterscheiden zwischen Angst und Furcht. Furcht hat man vor etwas Konkretem, während Angst unbestimmt ist. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Nicht ohne Grund widmet Heidegger Paragraph 39 unmittelbar vor dem von Ihnen zitierten Paragraphen 40 der Furcht. Man könnte fragen, wo ist denn der Unterschied zwischen beiden? Zwischen Angst und Furcht. Im Deutschen benutzt man das Wort Angst ja häufig für beides. Auf den ersten Blick also besteht kein Unterschied. Jedenfalls nicht im normalen Sprachgebrauch. Heidegger jedoch unterscheidet zwischen Angst und Furcht. Und er beschreibt es ganz einfach. Furcht ist die Furcht vor etwas, Bestimmtem. Mir fällt dazu eine Kindheitserinnerung ein. Es war bei einem Spaziergang, ich saß an einer Quelle, glaube ich. Da landete plötzlich eine Wespe auf meinem Knie. Ich war wie gelähmt. Ich fürchtete mich davor, von diesem Insekt gestochen zu werden. Ich erinnere mich noch genau, wie mein Vater hinzukam und mich erlöste mit einer Handbewegung. Du musst sie einfach wegscheuchen, sagte er. Ich hatte nicht gewagt, mich zu bewegen. Das ist Furcht. Angst ist etwas ganz anderes. Eben wie Heidegger so schön sagt, Angst hat kein bestimmtes Wovor. Angst hat man vor nichts Konkretem. Das klingt paradox, denn wie soll das gehen, Angst haben, aber vor nichts? Es muss doch etwas da sein, wovor man Angst hat. Nein, eben nicht. Die Angst hat kein Wovor, ist eine Angst vor nichts. Wie Heidegger sagt, vor etwas Nicht-Seiendem. Vor nichts, das konkret in unserer Welt existiert, sei es eine Wespe, ein wütender Mensch, eine Waffe, etc. Das heißt, sich zu fürchten ist nur eine Ausrede. Eigentlich haben wir Angst? Vielleicht, ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls meine ich, besteht eine Beziehung zwischen Furcht und Angst. Denn Angst kann durchaus zur Furcht werden. Und umgekehrt auch Furcht zur Angst. Angst kann als Furcht daherkommen oder als solche zum Ausdruck kommen. Etwa wie hier. Im Psycho. Jeder kennt diese Szene aus Hitchcocks Film, in der die arme Janet Leigh nichts ahnend unter der Dusche steht. Eine Szene, die Furcht oder Angst hervorrufen kann, je nachdem. Furcht angesichts einer objektiv vorhandenen Gefahr und Angst, weil das Opfer die Bedrohung nicht sieht, völlig ahnungslos ist. Das Ganze verstärkt durch die staccatohafte Streichermusik von Bernard Herrmann. Eine Szene, die unter die Haut geht und perfekt zum Ausdruck bringt, was Heidegger unter Angst versteht. Hier könnte man sogar zusätzlich noch einen dritten Begriff einführen. Entsetzen. Wie gesagt, sie steht völlig ahnungslos unter der Dusche. Als dann plötzlich das Messer hinter dem Duschvorhang auftaucht, ist sie völlig entsetzt, packt sie das Grauen. Doch auch dieses Entsetzen hat etwas zu tun mit der Angst. Wir werden sicher noch darauf zu sprechen kommen. Die Angst hat auch eine Beziehung zum Tod. Die Frau hier, angesichts dieser Bedrohung, dieser Gefahr, wird plötzlich konfrontiert mit ihrer eigenen Sterblichkeit.
Man sieht also hier die Nähe zwischen Angst und dem, was ich Entsetzen nenne. Denn ich denke schon, dass man unterscheiden kann zwischen Gefühlsregungen wie Furcht, Besorgnis, Entsetzen. Sie hatten eben gemeint, Philippe Cabestan, dass sich Angst vor nichts ängstet. Während in Sein und Zeit ja von einem Wovor die Rede ist. Ist es denn nicht gerade dieses Nichts, das Heidegger damit meint? Sprich, gibt es nicht doch einen Gegenstand der Angst, eben das Nichts? Das sollten wir noch klären, bevor wir zum Thema Tod kommen. Ganz richtig, das müssen wir erklären. Wenn von nichts die Rede ist, soll das heißen, die Angst ängstet sich vor nichts, vor keinem bestimmten Objekt in der Welt oder genauer in der Umwelt. Angst ist Angst aus sich selbst heraus. Das ist aber nur die erste Stufe zum Verständnis. Heidegger geht noch weiter. Er sagt, die Angst ist auch Angst vor dem Sein, vor dem, was ich selbst bin, vor dem eigenen Sein, sprich dem in der Welt Sein, vor der Conditio Humana, wenn man so will. Die Angst ist also keine unmotivierte Angst, sondern die Angst vor dem eigenen Sein, das eben auch sterblich ist. Da wird sie dann deutlich, die Beziehung zum Tod. Angst? Als Angst vor dem Nichts ist aber auch die Angst vor allem, das ist oder das sein kann. Hinter diesem Vorhang ist nichts und gleichzeitig etwas, das alles sein könnte, weil es diffus ist. Eine momentane Substanzlosigkeit auf dem Weg, irgendeine Form anzunehmen, was wiederum Angst auslöst. Angst als Angst vor dem Nichts ist damit auch Angst vor allem, was uns umgibt. So wie das Sartre in seinem Roman Der Ekel beschrieben hat. Man könnte sagen, Angst vor allem. In dem Sinne, dass der Seiende, der Mensch also, Angst hat vor seinem in der Welt sein. Und insofern eben vor allem, was uns umgibt. Der Mensch hat Angst vor dem, was Heidegger seine Geworfenheit nennt. Angst vor der Vorstellung, dass wir uns im Grunde plötzlich in einer Welt vorfinden, in der wir uns nicht heimisch fühlen. Der Mensch entdeckt voller Angst, in diese Welt geworfen und noch dazu, in ihr sterblich zu sein. Als Wortspiel könnte man sagen, Angst als nicht zu Hause sein in der Welt ist dem Menschen unheimlich. Denn Heidegger stellt Unheimlichkeit im Dasein und Angst nebeneinander. So, als ob es sich dabei um Synonyme handeln würde. Denn hier kommt das schöne deutsche Wort Unheimlichkeit ins Spiel. Was es ausdrückt, ist die Angst vor der beunruhigenden Fremdheit der Welt. Beängstigend unheimlich ist uns auch unser in der Welt sein, unsere eigene Existenz. Mit anderen Worten, die Erfahrung, dass die Welt nicht zu unserem Vergnügen da ist. Und wir auf die Nase fallen, wenn wir Realität für das halten, was wir gerne hätten. Vor uns ein Bild, das wohl jeder kennt und von dem es mehrere Varianten gibt. Unter anderem diese Lithografie. Das Bild heißt Der Schrei von Edvard Munch oder Munch. Ganz egal, wie man es ausspricht. Eben, wichtig für uns war, dieses bekannte Bild in seinem elementarsten Ausdruck in Schwarz-Weiß zu zeigen. Und damit man sich besser einfühlen kann, haben wir das Fernsehbild in die gleiche Stimmung versetzt. Um eine Angst zu verdeutlichen, die hier zunächst begrenzt ist, auf die Person im Vordergrund. Und sich dann immer weiter im Bild im Rest der Welt ausbreitet. Die Menschen hinten auf der Brücke sind völlig unbeteiligt. All das zusammen vermittelt dieses Gefühl der Unheimlichkeit, von der Sie vorhin sprachen. Dieses bemerkenswerte Bild zeigt sehr gut, was Angst ist. Dieser Mensch, Frau oder Mann, hält sich den Kopf. Doch wir erkennen nichts, was ihn ängstigen, ihm Furcht einflößen könnte. Also ist es auch hier seine Conditio, das eigene Sein, das in der Welt Sein dieses Menschen, das offensichtlich der Grund ist für diese Angst. Weil Edvard Munch Norweger ist,
denke ich übrigens an einen anderen Skandinavier, denn der Begriff der Angst hat ja eine Vorgeschichte. Kierkegaard. Richtig. Sören Kierkegaard schrieb bereits 1844 ein recht bekanntes Werk mit dem Titel Der Begriff Angst. Heideggers Angstbegriff stützt sich unter anderem eben auch auf die Veröffentlichung Kierkegaards. Wir sehen hier einen Menschen, der konfrontiert ist mit seiner Existenz, mit der Not, der Angst, der Schwierigkeit des eigenen Seins in der Welt. Sowohl bei Heidegger als auch bei Kierkegaard oder auch Sartre, allesamt große Denker der Angst, ist Angst verbunden mit dem schwindelerregenden Gefühl von Freiheit, dem Gefühl, dass alles möglich ist. Und so ein Gefühl kann einen zum Beispiel auch im Fernsehen überkommen. Bei uns hier vielleicht weniger, weil das keine Live-Sendung ist, aber vor laufender Kamera kann es schon mal passieren, dass einem die Freiheit zu Kopf steigt. Dann denkt man plötzlich, wie wäre es, wenn ich meinen Gast beschimpfe? Oder wie wäre es, wenn ich mich jetzt nackt ausziehe? Das hat nichts mit Durchdrehen zu tun, sondern ist dieser Schwindel der Freiheit und gleichzeitig ein Abbild der Angst. Schwindel der Freiheit, das ist exakt Kierkegaards Begriff. Er definiert Angst als Schwindel der Freiheit. Das ist sehr gut ausgedrückt. Diesen Schwindel der Freiheit findet man überall, in jeder Situation. Nehmen Sie diesen Steg hier auf dem Bild mit dem Geländer. Wenn ich dort stünde, könnte ich hinuntersehen und mir plötzlich sagen, was wäre, wenn du dich jetzt runterstürzt? Die Möglichkeit hätte ich ja. Wir können also unterscheiden, zum einen die Furcht vor der Leere, und zum anderen den Schwindel der Freiheit. Im Grunde ist das nichts anderes als das sartrische Verständnis des Angstbegriffs. Dieses Ich könnte ja, möglich wäre es. Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass die Person in der Schrei genauso schrieb wie Sartre? Nein, aber Sie haben völlig recht. Und zwar nach außen. Sartre sagte mal, der einzige Unterschied zwischen ihm und Paul Nizan sei, dass der nach innen schiele. Jedenfalls, in diesem Bild, in diesem schrecklich verzerrten Gesicht, ist eine Angst porträtiert, die sich ihrer selbst bewusst ist, die um ihre Grundlosigkeit weiß. Man kann das vergleichen, Stichwort Freiheit von vorhin, mit einem Gefangenen, der plötzlich freikommt und sich vor lauter Möglichkeiten einfach nicht bewegen kann. Und man kann sich die Frage stellen, welcher Art diese Angst eigentlich ist. Aber da ergibt sich ein großes Problem, nämlich die Frage nach dem Zusammenhang zwischen der Angst im psychopathologischen Sinne, also bei Psychosen oder Neurosen, und der existenziellen Angst. Wenn man in dieses verzerrte, verzweifelte, angsterfüllte Gesicht blickt, kann man sich fragen, welche Art von Angst verspürt dieser Mensch? Ist es eine rein existenzielle Angst oder eine, die krankhafte Züge hat? Man könnte es meinen bei diesem fratzenhaft verzerrten Gesicht. Wenn nicht beides dasselbe ist, vielleicht äußern sich in psychischen Störungen ja genau die Dinge der Welt, die man ausblendet. Genau das ist die Frage, die ich aber auch nicht zu beantworten wage. Zumindest aber kann man fragen, ob sich diese beiden Formen der Angst unterscheiden oder gleichsetzen lassen. Und wenn ja, wo ist dann die Verbindung zwischen existenzieller und krankhafter Angst? Das sei dahingestellt. Wenden wir uns lieber einer anderen Frage zu, die paradoxerweise fast beruhigt, nämlich der Frage nach einer objektiven oder objektivierbaren Angst. Auf diesem Foto von Richard Calver schaut eine Frau in den Spiegel und ist dabei ziemlich besorgt. Sind es die Falten auf der Stirn oder die ausgeprägten Tränensäckchen? Wenn dem so wäre, dann rührt die Angst dieser Person ganz einfach davon her, dass sie sich ihres Alters bewusst wird, ihr die eigene Vergänglichkeit vor Augen gehalten wird. Aber wenn Angst doch eigentlich unbestimmt ist, wird man ihr dann noch gerecht, wenn man sie auf etwas Konkretes bezieht, wie das Altern? Da sind wir sogar exakt beim Kern des Begriffs der Angst. Dieses Beispiel macht es hervorragend deutlich. Wenn ich mich nämlich selbst frage, wann habe ich denn überhaupt schon einmal Angst empfunden, wann eine solche Erfahrung gemacht,
Dann gelange ich wahrscheinlich zu der Antwort, im Grunde noch nie. Ähnlich wie Sartre, der behauptete, er habe selber Ekel nie empfunden. Doch in Wirklichkeit kennen wir diese Angst sehr gut. Sie stellt sich ein, wenn wir auf die eine oder andere Weise mit unserer Sterblichkeit konfrontiert werden. Die Falten hier künden von der Endlichkeit, dem Verfall des Körpers, unserem baldigen Tod. Deshalb sind wir beängstigt, wenn wir sehen, wie unsere Haut erschlafft, wie die Falten sich mehr und mehr eingraben in unser Gesicht.